Es ist 3 Uhr, Zeit aufzustehen. Na los, steht auf. Oh, bin ich müde. Ich bin ja schon wach. Ich bin hellwach, ich bin hellwach. Spider-Man, Catboy, na los, aufstehen. Ja, ja, ich bin wach, ich bin wach. Ich bin wach. Ha. Lasst uns zählen und schauen, ob auch alle wach sind. 1, 2, 3, 4. Da fehlt doch noch einer. Nella, Nella, na los, steh auf. Keine Sorge, ich weck sie auf. Nella, hey, hey. Ja, okay, ich komm ja schon. Catboy, das nächste Mal weck ich dich auf. Okay, du hast aber lange geschlafen. Jetzt sind alle da. Es ist Zeit, uns zu waschen. Oh, ich liebe Schwimmbecken. Ich will als erstes. Oh, oh, oh. Wow. Oh, ist das super. Ist das erfrischend. Juhu. Jetzt bin ich aber dran. Oh. Wow. Juhu. Oh, das ist super. Ich möchte nicht schwimmen. Ich möchte mich nur ein bisschen erfrischen. Oh, das tut gut. Sally, und wieso gehst du jetzt nicht schwimmen? Ich kann nicht schwimmen gehen, weil ich die Treppen nicht hochkomme mit meinen Rädern. Oh, 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 ich kann das nicht. Aber das ist doch kein Problem. Ich helfe dir einfach. Hier, schau. Oh, prima. Juhu. Oh, danke schön. Oh, wie verfrischend. Oh, ich möchte mir nur meine Pfoten waschen, denn die sind schmutzig. So, ihr könnt jetzt aus dem Schwimmbad raus. Ihr habt euch genug erfrischt. Oh, das hat Spaß gemacht. Das Becken können wir jetzt wegräumen. Ich möchte jetzt aber spielen. Aber in diesem Strand ist alles so schmutzig. Catboy, das wird heute unser Spiel. Heute lernen wir alles über Recycling. Diese Tonne ist für Plastik. Hier haben wir Glastrennung. Papier und Pappe. Dann haben wir den Biomüll. Und den Restmüll. Und wo kommt das hier hin? Catboy, das ist eine Glasflasche. Das kommt in diese Mülltonne rein. Oh, super. Oh, ich weiß, wo dieses Buch hinkommt. Das kommt in die Papiermülltonne. Das hast du gut gemacht, Spider-Man. Das ist die richtige Mülltonne. Oh, ich weiß, wo das hier hinkommt. Und Nella, in welche Mülltonne kommt es? Die Plastikflasche kommt in die Plastikmülltonne. Plastik und Verpackungen. Wo kommen denn die Fischreste und Brotreste hin? Die kommen in den Biomüll. Oh, prima. Ich bringe sie dahin. Wo soll ich das reintun? Ich weiß nicht. Nein, nein, Rossi. Das kommt in den Restmüll. Ah, das stimmt. Das kommt zu den Verpackungen. Das kommt in den Restmüll. Ich muss sagen, ihr habt das prima gemacht. Schaut mal, der Strand ist sauber. Jetzt könnt ihr spielen gehen. Und ich bereite was zu essen zu. Sally, was hältst du davon, wenn wir uns jetzt ein wenig sonnen? Das ist eine prima Idee.
Oh. Warte, ich komme auch. Aber haben wir denn unsere Sonnenbrille und Sonnencreme dabei? Ich habe hier Sonnencreme, die könnt ihr benutzen. Sally, du brauchst auch Sonnencreme. Oh, ich gehe jetzt eine Runde tauchen. Oh. Das macht Spaß. Catboy, lass uns im Sand spielen. Kannst du mich einbuddeln? Ja, klar. Man sieht dich gleich gar nicht mehr. Haha, jetzt könnt ihr nur meinen Kopf sehen. Oh, wow. Haha. Hey, Catboy, warte auf mich. Ich möchte auch mit dir auf den Jetski. Oh, oh, oh. Ja, ich komm mit. Warte, warte. Hey, Jungs, fahrt vorsichtig. Juhu, das ist ja schnell. Juhu. Juhu. Yay. Hey, Freunde, schaut mal, was ich gefunden habe. Was hast du gefunden, Spider-Man? Diese glänzende Kette. Eine Halskette? Ja, willst du sie haben? Probier sie dir an. Oh, wunderschön. Das hat Spaß gemacht. So viel Spaß hatte ich schon seit langem nicht mehr. Juhu. Oh. Ja, das war richtig cool. Jetzt habe ich aber Hunger. Oh ja, mein Magen knurrt schon. Ich glaube, wir müssen zum Kindergarten zurück. Ja, Valeria hat bestimmt was Leckeres zubereitet. Na los, lass uns gehen. Ja, na los. Warte auf mich. Da wir heute im Strand spielen, habe ich mir überlegt, ich bringe Ihnen ein Picknick. Hier haben wir einen Korb. Mal schauen, was wir im Kühlschrank haben. Wir haben Eis. Eine Ananas ist super erfrischend für den Sommer. Und ganz wichtig ist Wasser. Ich muss denn unbedingt Wasser mitbringen. Denn wenn man in der Sonne sitzt, muss man sehr viel Wasser trinken. Und zuletzt packe ich noch ein Sandwich in unsere Tasche. Unsere Picknicktasche ist fertig. Ich bringe sie jetzt rüber. Schaut mal, Kinder, ich habe euch ein Picknick mitgebracht. Zuerst nehmen wir die Schirme weg. Oh ja, Eiscreme. Lecker. Oh, Ananas ist meine Lieblingsfrucht. Ihr drei, kommt, na los, esst was. Ich möchte auch ein Eis essen. Ich bin aber gar nicht hungrig. Okay, aber dann musst du zumindest Wasser trinken. Na gut. Rocky, und für dich habe ich dein Lieblingssandwich vorbereitet. Oh ja, danke, Valeria. Oh, lecker. Wir haben heute viel gelernt und wir hatten super viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.